Fünf Minuten vor dem Urknall gibt's weder Licht noch einen Erdball. Alles leer, doch irgendwie magisch voll von Energie. Ich schweb da ohne Zeit und Raum, ohne Licht und ohne Baum. Ich denk an nichts. Es gibt ja dann nichts, woran man denken kann, ne? Ich merk mir nur für alle Fälle Verhaltensregeln für Urknälle. Regel 1, das weiß ich noch, tritt nie in ein schwarzes Loch. Denn bist du mal in diesem drinnen, gibt es nie mehr einen drinnen. Jetzt ist er da, der Urmoment, wo das Universum brennt. Denn es macht jetzt bum bum bum, es knallt und blitzt um mich herum. Ich denke nur noch, ach du Scheiße, jetzt ist es mit der Ruhe vorbei. Während tausend Galaxien schwupps an mir vorüberziehen. Es tobt, es kracht, das Weltall bebt. Hab selten so etwas erlebt. Die Milchstraße scheint sich wild zu drehen. Ich glaub den großen Bär zu sehen. Dann trifft mich so ein blöder Stein. Ich verliere das bewusste Sein. Ich lieg, als wach ich wieder werde, auf diesem Staubkorn, genannt Erde. Was für ein Schock, ich kann's kaum fassen. Doch wo hab ich nur mein Handy gelassen? Dies ist also mein Bericht. Vollständig ist er aber nicht. Ich könnte noch viel vom Urknall texten. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten.